RSH. Gleich ist 13 Uhr. Sie wissen, was das heißt. Hier ist RSH mit Tanja Puttbalken. Mehr Hits, mehr Abwechslung, mehr Schleswig-Holstein. Normalerweise ist es ja so, dass man manche Menschen im Radio erstmal zum Reden bringen muss. Ich glaube, das Problem werden wir heute nicht haben. Anja und Anja sind da meine beiden Pech- und Schwefel-Kandidatinnen. Hallo, moin, moin. Keine Berührungsängste mit dem Mikrofon. Wir haben eben schon gut gelacht hier. Ja, wenn sie da ankommt, ja. Da würde ich Anja Klein jetzt mal bitten, unter den Kopfhörer zu gehen, wo sie nichts hören wird, denn da läuft der Mitmachmix. Und Anja Groß wird jetzt mal die ersten Fragen beantworten. Also wenn ihr euch seit 21 Jahren kennt, denke ich, wirst du das wissen. Was für ein Auto war ihr allererstes Auto? Ein Corsa. Das ist notiert. Frage 2. Welchen Wein trinkt sie am liebsten? Sie trinkt keinen Wein. Ich habe deine Freundin eben gefragt, was für ein Auto war dein erstes Auto? Opel Corsa. Und das ist... Richtig! Ja. Hat sie auch gesagt. Oh mein Gott. Es gab den ersten Unfall. Sollen wir den Notarzt rufen? Die beiden sind gerade mit dem Stuhl umgekippt. Erstmal den Schweiß abwischen. Wir kommen zu Frage 2. Ich habe sie auch gefragt, welchen Wein trinkst du am liebsten? Gar keinen. Das hat sie auch gesagt. Das ist richtig. Sehr, sehr gut. Bei welchem Song würdet ihr beide sagen, das ist unser Lied? Von Mark Medlock, Summertime. Summertime? Ja, genau. Okay. Ich notiere mir das in Kurzform und schließe gleich die nächste Frage an. Welcher Prominente ist Anjas Traummann? George Clooney. Wir holen die große Anja wieder dazu. Schluss mit Musik hören. Genau, jetzt ist nicht mehr Musik hören. Jetzt musst du das Richtige sagen. Hat sich Anja gewünscht zumindest. Ja, ich mir auch. Ich habe Anja eben gefragt, mit welchem Song, also bei welchem Song würdet ihr beide sagen, das ist unser Lied? Ich würde sagen Mark Medlock, Summer Love. Ja. Ja, ich liebe dich. Haben wir auch keinen Tanz am Samstag. Haben wir uns extra gewünscht. Bei voller. Die nächste Antwort hat die kleine Anja auch ziemlich locker aus der Hüfte geschossen. Ja, hoffentlich. Mit welcher Prominente ist dein Traummann? George Clooney, würde ich mal so sagen. Und wenn das er mich ist denn will. Richtig. Ja. Weiter so. Wir haben die kleine Anja eben. Dank eines Hinweises meines werten Kollegen Jörg, der hier für die ganze Abwicklung und so weiter zuständig ist, auf Papier, Kopierpapier gestellt. Richtig, richtig. Um die Größenunterschiede ein bisschen auszugleichen. Jetzt bin ich nicht nur groß, jetzt habe ich auch noch eine große Klappe, also passt alles jetzt. Jetzt weißt du endlich mal, wie die Welt von hier oben aussieht. Richtig. Ne? Also, ob ihr weiter so gut seid wie eben, werden wir gleich sehen. Die kleine Anja darf von ihrem Telefonbuch runter, hätte ich fast gesagt, von den Kopierpapierstapeln, die wir für sie gebastelt haben, damit der Größenunterschied zwischen beiden ein bisschen ausgeglichen ist. Die große Anja steht jetzt wieder vor mir und soll mir jetzt sagen, mit welchem Spitznamen möchte sie nicht angesprochen werden. Nicht. Ich? Sie. Anja? Genau. Also sie hat keinen Spitznamen. Aber es gibt ja immer so Sachen, wo man sagt. Aber ich denke mal, dass sie bestimmt nicht Dicke heißen möchte. Okay. So wie keine Frau. Denke ich mal und hoffe es sehr. Okay, ich schreibe das auf. Und jetzt kommt Frage 6. Welches Buch hat sie als Kind am liebsten gelesen? Hat sie keine bestimmten gehabt. Okay, hat sie gar nicht gelesen oder hat sie nur kein bestimmtes Lieblingsbuch? Sie ist keine Leserat und hat kein Lieblingsbuch gehabt. Okay, dann schreibe ich jetzt, gibt's nicht. Ist das in deinem Sinne? Ja. Gut. Anja, mit welchem Spitznamen möchtest du nicht angesprochen werden? Habe ich die große Anja gefragt. Was hat sie gesagt? Ui. Ich habe keinen Spitznamen und wüsste jetzt auch nicht, dass ich mit irgendeinem angesprochen werde. Gibt ja so Spitznamen, mit denen möchte man vielleicht nicht angesprochen werden unbedingt. Kummelchen oder Dicke oder so? Das weiß ich. Ich weiß es nicht. Was ist das? Ja! Welches Buch hast du als Kind am liebsten gelesen? Habe ich sie auch gefragt. Also sie wusste eine Antwort drauf. Pippi Langstrumpf. Das ist deine Antwort? Mhm. Und das ist falsch. Sie hat gesagt, gibt's nicht. Es gibt kein Spezielles, das du als Kind gerne gelesen hast, weil du keine Leseratte bist. Nee, bin ich eigentlich auch nicht, aber als Kind musste man ja mal lesen, ne? Weil die Eltern dann gesagt haben, lesen eben. So rede ich auch immer über mein Lieblingsbuch. Ich musste ja lesen. Wir haben ja nichts anderes übrig.
Wir sind jetzt bei 5 Übereinstimmungen und einem Nein. Ja, das muss so bleiben. Es ist alles drin für euch. Ihr könnt die Führung übernehmen, ihr könnt gleich ziehen. 8 wäre ja das Maß der Dinge. Erstmal. Ach, um besser zu schlafen, machen wir heute 9. Ne? Mal so sagen, ne? Oder? Wenn ihr 9 macht, dann wird es natürlich auch schwer für den Rest der Kandidaten, die noch antreten. Aber wir werden mal sehen, wie es jetzt weitergeht. Ich würde die nächste Anja, das ist die große Anja in diesem Fall, jetzt mal bitten, wieder unter den Kopfhörer zu gehen. Und dann darf die kleine Anja die nächsten beiden Fragen beantworten. Ja. Die kleine Anja ist jetzt wirklich gar nicht mehr so klein, nee, weil sie auf ihrem Kopierpapier steht, was wir ihr auf den Boden gelegt haben. Schöner Trick. Frage 7. Was war Anja im letzten Jahr am peinlichsten? Im letzten Jahr? Oder sagen wir mal, was war ihr in den letzten Jahren, um das mal weiterzufassen? Das war, wir waren auf dem Parkdeck bei Karstadt und da kam eine Frau wirklich mit so einem ganz kleinen Hund. Und ich sagte, oh, guck mal, diesen kleinen Hund, der sieht ja aus wie eine zu groß geratene Ratte. Und dann kam die Frau sehr böse auf uns zu. Oh. Und das war ihr sehr unangenehm. Das heißt, hat sie sich also für dich geschämt, ja, und das war ihr am peinlichsten? Ja, ja, würde ich jetzt so sagen. Also, ich schreibe mal auf. Kleiner Hund. Hat die Frau denn noch was gesagt dazu? Ja, die hat sehr geschimpft und ging mit ihren Regenschirmen auf uns los. Okay, das war ein eindringliches Erlebnis. Ja, ja. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Die finde ich persönlich ja richtig fies eigentlich. Oh, Tanja, tu mir das nicht an. Es ist nicht peinlich oder so, aber es ist schwer. Und zwar lautet die Frage, welche Bettwäsche ist aktuell aufgezogen? Oh, das weiß ich. Die ist grün und aus hier dieses weiche, kuschelige, wie heißt das, Biber. Das weiß ich. Willst du mich veräppeln? Ja, das weiß ich, weil ich gestern bei ihr war. Das weißt du? Ich habe heute zu meinem Chef gesagt, der sich diese Frage ausgedacht hat. Das weiß doch kein Mensch. Cool. Bist du irre, dass du diese Frage reinnimmst? Super, Tanja, ich liebe dich. Klasse. Ach, gut. Nee, Frage 7 war, was war dir in den letzten Jahren am peinlichsten? Mit ihr zusammen? Was war dir am peinlichsten? Also ich muss mir ja jedes Mal Mut antrinken, wenn ich mit ihr losgehe. Ne? Also das will man zur Information. Sie ist eine einzige wandelnde Peinlichkeit. Also was mir jetzt so einfallen würde, war ich mal mit ihrem Heroldshänder. Irgendwie da oben auf dem Parkdeck und da war eine ältere Dame mit so einem kleinen Pfiffi. Da pöbelt sie die da gleich an, weil ich dachte, für eine zu groß geratene Ratte da. Das hat sie auch gesagt. Wir wechseln schnell zu Frage 8 und die fand ich jetzt wirklich verblüffend, aber ich lasse erst mal antworten. Das war nämlich, welche Bettwäsche hast du aktuell aufgezogen? Oh, das weiß ich. Meine grüne Feinbiber-Bettwäsche. Ich fasse es nicht. Mir fehlen die Worte. Was macht Anja als allererstes, wenn sie nach Hause kommt? Wenn sie nach Hause kommt? Ich würde sagen, Glas Cola Light trinken. Okay. Das schreibe ich mir auf als trinkt Cola Light. Und jetzt kommt die alles entscheidende letzte Frage. Was kann sie besser als alle anderen? Als ich oder als alle anderen? Alle anderen. Als alle anderen. Kochen. Okay, soll ich das einloggen sozusagen? Ja, mach mal. Ich meine, einloggen heißt bei mir hinschreiben mit der Hand. Nicht wie bei Günther Jauch, aber ich logge das mal ein. Ja. Und wir holen mal die kleine Anja dazu. Anja muss erst auf das Kopierpapier steigen, das dauert ein bisschen. Alles klar, alles Roger. Anja, ihr habt so viel schon gewusst. Es ist irgendwie der Hammer. Ich bin wirklich gespannt und drücke jetzt natürlich die Daumen, dass das hinhaut für die letzten beiden Fragen. Ne? Bitte, bitte, bitte. Ich habe die große Anja gefragt, was machst du als allererstes, wenn du nach Hause kommst? Was hat sie da gesagt? Eigentlich trinke ich erst was, ein Glas Cola. Ich fasse es nicht. Welche Cola ganz genau? Cola Light. Du ahnst es nicht. Oh, das gibt's doch nicht. Mann, diese Scheiße. Wir haben andere Cola abgesagt. Das ist wirklich der Hammer. Es ist der Hammer, echt. Ja, cool. Stechen haben wir schon mal. Weiter so. Ihr seid also im Stechen. Da sage ich schon mal herzlichen Glückwunsch. Danke, danke. Ihr könnt jetzt die Führung machen. Freude. So, Mädels, zieht euch warm an. Jetzt kommen wir noch. Ich glaub das nicht. Doch. Also, die allerletzte Frage. Wenn die übereinstimmt, hättet ihr 9 richtige, dann wärt ihr wirklich führend. Und dann hätten wir unsere beiden letzten Kandidatenpaare, die da ordentlich unter Zugzwang geraten würden. Also, mach jetzt keinen Fehler. Nee. Kleine Anja. Wieder, alles liegt wieder an mir. Toll. Ich habe die große Anja gefragt, was kannst du besser als alle anderen? Alle anderen? Ja. Und allgemein? Ja.
habe sie gefragt, was kannst du besser als alle anderen? Sie hat auch eine Antwort darauf gegeben. Mhm. Relativ zügig. Also dann würde ich jetzt sagen, ich kann sehr gut kochen. Herzlichen Glückwunsch! Hammer, Hammer, Hammer.